Ich habe ein bisschen. Hallo? Hallo? Jetzt? Hallo? Jetzt? Hallo? Jetzt? Hallo? Ich habe ein bisschen eine raue Stimme bekommen heute im Laufe des Tages. Und hoffe, dass es mit Reden durchgehalten wird. Ja, eben, also ich begrüße euch sehr herzlich. Wir sind leider vom Publikum jetzt nicht besonders gesegnet. Heute wenig Leute da. Obwohl das ein, glaube ich, recht vielfältiger und mit unterschiedlichen Poetiken und literarischen Arten geschmückter Abend. Heute werden wir. Es gibt zum einen im ersten Teil konzentrierte Lesungen und Gespräche und im zweiten Teil dann einen Film, über den, wenn nachher noch Lust besteht und Kraft besteht, dann auch noch gesprochen werden kann. Also eigentlich habe ich mich lang schon sehr auf diesen Abend gefreut. Es geht um einen Sprach- und Kulturraum an der Grenze Österreichs zu Ungarn und der Slowakei. Es geht um eine Grenze im österreichischen Bundesland Burgenland, das zu Ungarn gehörte dazu mal und vor 100 Jahren circa, ein bisschen mehr als 100 Jahren, dann österreichisch wurde. Es ist ein Landstrich, an dessen Ostgrenze einst der Eiserne Vorhang verlief, also der sogenannte Ostblock begann. Ich erzähle euch nichts Neues, aber ich muss sozusagen rekapitulieren. Die Grenze zum Ostblock ist 1989 gefallen. Es war schon ein längerer Prozess, aber schlussendlich. Die angrenzenden Regionen wurden geöffnet und der einst blockierte Austausch fließt wieder. Fliegender Sprachwechsel ist also möglich und wird, denke ich, besonders von den Literatinnen und Literaten auch gepflegt, die ja mit der Sprache zu tun haben. Da gibt es eine Parallele zu unserer Region Südtirol. Deswegen auch diese Veranstaltung mit dem Seitenblick auch auf sozusagen auf den Aspekt des Austausches mit unseren Situationen hier. Auch bei uns ist das Thema Grenze gegenwärtig, als wir es manchmal möchten. Da ist einmal die Staatsgrenze, die trotz Schengen stets spürbar bleibt, meines Erachtens, die von beiden Seiten mitunter auch wieder hochgezogen wird als starke Grenze. Zum Beispiel während der Pandemie war das der Fall oder auch wenn es um flüchtige Menschen ging, die dort aufgegriffen wurden. Wer ist für was zuständig und so, Italien, Österreich, da hat man sich stark gegeneinander abgegrenzt. Also der Brenner hat nach wie vor Gewicht und ähnlich wie im Burgenland ist es eine politisch relevante Geschichte. Auch was die Mehrsprachigkeit anbelangt natürlich. Weil ja, zumindest für Südtirol kann ich das sagen, aber gesprächsweise werden wir das vielleicht auch für das Burgenland ergründen. In Südtirol die Sprachen sehr getrennt bisher, in der Vergangenheit zumindest, gepflegt und gesehen wurden und das Politikum eigentlich ist, wenn man einer Sprachgruppe zugehört, dass man nicht einfach die Sprache so wechseln kann oder das ist dann jedenfalls ein politisches Statement auch, wenn man es tut, gerade in der Literatur. Ja, ich begrüße sehr, sehr herzlich drei spannende Autorinnen, die aus diesem Dreieck Österreich, Slowakei und Ungarn kommen. Sie wurden eben ausgewählt und eingeladen, um den Erfahrungsaustausch zu pflegen und über biografisch bedingte Einsichten sich gegenseitig zu befruchten. Ich begrüße einmal Mila Haugova, die in Budapest geboren wurde und heute in Bratislava in der Slowakei lebt. Sie ist Jahrgang 1942 und eine hochgeschätzte, wunderbare Lyrikerin. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass sie den weiten Weg zu uns nach Brixen auf sich genommen hat. Und ich bitte jetzt um einen Applaus. Ich begrüße weiters Karin Ivancic, die zwar schon lange in Wien lebt, die das Grenzgefühl in ihrem Heimatdorf Deutsch-Jahndorf aber nie ganz verlassen wollte. Ich sage es mal so. Sie hat dort ein kleines Haus und einen Garten und verbringt die Sommermonate ganz an der Grenze dort und schreibt auch
immer wieder über diese Grenzerfahrungen. Und Grenzerfahrungen hier bitte nicht im übertragenen Sinn verstehen, sondern ganz konkret auf die konkrete Grenze bezogen. Und ein Applaus für Karin Iwajcic. Ja, drei Autorinnen, drei Generationen. Begrüße sehr herzlich auch Kinga Todt, die jüngste der drei heute Auftretenden. Sie ist 1983 in Ungarn geboren. Sie schreibt in drei Sprachen, auf Ungarisch, auf Deutsch und auf Englisch. Und sie inszeniert ihre Texte gern in Form von Bild-Sound-Installationen oder Performances und schafft damit grenzüberschreitende Kunst und Literatur. Und damit, darüber werden wir uns ein kleines bisschen in der gebotenen Kürze, leider Gottes, unterhalten. Ein Applaus für Kinga Todt. Ja, also im Vorfeld haben wir zu den Autorinnen schon die biobibliografischen Dinge veröffentlicht in den Ankündigungen und auf unserer Webseite kann man das nachlesen. Und so werde ich also dazu jetzt nichts mehr sagen, weil wir einfach auch ein großes Programm heute haben und das aus zeitökonomischen Gründen nicht möglich ist. Man kann das nachgoogeln und ich bitte euch, das auch zu tun. Ja, und als erste Autorin bitte ich jetzt Karin Iwajcic auf die Bühne. Karin Iwajcic liest aus ihrem Essayband. Du musst auch einschalten. Aus ihrem Essayband, aus einem Strich die Landschaft, liest sie den Text mit dem Titel Aus der Ecke Überlegungen zu Grenzen. Dieses Buch ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem Burgenland, also mit dem Herkunftsort, mit der Grenzerfahrung und das ist ein wunderbares Buch, finde ich. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen, weil ich mich ins Burgenland ein bisschen verliebt habe, als ich dort war. Und aber auch, denke ich, wenn man jetzt das Burgenland nicht kennt, viele interessante Sachen, Aspekte dort behandelt werden in diesem Buch. Dieses Aufwachsen an der Grenze, das ist hauptsächlich das, worüber Karin Iwajcic erzählt, unter verschiedensten Aspekten. Sie erzählt auch Kulturgeschichtliches. Etwa gibt es dort ganz in der Nähe, wo sie gewohnt hat, da war die Kommune von Otto Mühl und in dem Shop, der dort betrieben wurde, haben die Jungen Latzhosen eingekauft und sich eingedeckt mit cooler Mode der damaligen Zeit. Ja, oder auch der so von uns so geschätzte Karl Brandl, der Bildhauer, der dort im Bild im Steinbruch St. Margareten ein Symposium gegründet hat, das über viele Jahre gegangen ist, ganz eine wichtige Sache. Also auch darüber wird berichtet. Der heuer übrigens seinen 100. Geburtstag jetzt gehabt im November hätte. Gefeiert. Ja, hätte. Ah ja, das ist ein ganz toller, mal eine Ausstellung von ihm gesehen und bin ganz, ganz weg gewesen. Es sind sehr, sehr gute Sachen, die der gemacht hat. Ja, und vielleicht abschließend sei noch erwähnt, dass es parallel einfach zu diesen Erfahrungen in dieser Grenzregion Karin Iwajcic natürlich auch ganz oft auf das Thema Auswandern und Flüchten und von Ressentiments gegenüber diesen Gruppen zu reden kommt und zu erzählen kommt. Und ich bitte jetzt um die Lesung und danach werde ich zwei, drei Fragen an Sie stellen. Vielen Dank. Liebe Erika, für die Einführung und vielen Dank für die Einführung, die Einladung meine ich. Aus der Ecke Überlegungen zu Grenzen. Ich bin, wenn man so will, ein Grenzfall. Aufgewachsen zwischen zweierlei Grenzen, rechter Hand und linker Hand, je nachdem, wo ich mich befand. Und wie auch immer ich mich drehte und wendete, ich hatte niemals das Gefühl, den Rücken frei zu haben, das ist etwas Besonderes.
In das Dorf meiner Kindheit konnte man hinein, aber nicht darüber hinaus. Wollte man weiter, musste man umkehren. Mein Laufstall, so benennen ihn die Deutschen, Gehschule, sagte man bei uns daheim, war von tschechoslowakischen und ungarischen Gitterstäben begrenzt. Es handelte sich genau genommen vor allem um Pfosten und Zäune. Dieser Laufstall war zugegebenermaßen recht groß und umfasste einige Hektar. Den Kühen auf der Weide ging es nicht anders. Eine Abgrenzung muss sein, das sieht jeder ein, damit die Horde zusammenbleibt und nicht ausbüchst. Rindviecher war im Übrigen ein beliebter Sammelbegriff für uns Schülerinnen und Schüler, wenn wir etwas nicht verstanden hatten. Mit dem Finger über die große vergilbte Landkarte zu fahren, die an der Volksschultafel angebracht war, war einfach. Die fette, rot schattierte Grenzlinie führte scheinbar mühelos über Stock und Stein, schlängelte sich über Hügel und Felder, zerteilte Landschaften, wenn du einen Apfel durchschneidest. Der rote Wurm fraß sich in realitas unter der Erde weiter, von oben unsichtbar grün. Mit dem Auto neben der heute slowakischen Grenze herzufahren, war ebenfalls einfach. Rechts von der Fahrbahn, kurz nach der Böschung und dem Straßengraben, begann das Feindesland, das genauso aussah wie unseriges Freundesland, markiert durch rot-weiß-rot bemalte Mikado-Stäbe. In unregelmäßigen Abständen waren Tafeln in den Boden gerammt, windschief, weil hierzulande viel Wind weht, mit der Aufschrift Achtung, Staatsgrenze. Wir Kinder und Rindviecher konnten vieles nicht verstehen, vor allem nicht, warum jenseits der Straße alles anders sein sollte. Man hatte uns die Menschen, die dort lebten, beschrieben. Wir hatten sie uns ausgemalt. Da gab es einerseits die Vorstellung von Balkanesen mit schwingenden Schwertern und blutrünstigen Augen, andererseits das Bild des russischen Soldaten mit Fellmütze, vom hohen Wachturm in der Ferne seine Kalaschnikow auf uns gerichtet. In meinen ersten Lebensjahren dachte ich, dass dahinter die Welt zu Ende sei, dass wenn ich und meine Freundinnen mit den Rädern immer geradeaus fahren würden und den Schacheldraht überwinden könnten, der uns immer nur beschrieben worden war, ich selber hatte nie einen zu Gesicht bekommen, war nie nahe genug herangekommen, weil die grüne, unsichtbare Grenze ja schon weit vorher begann. Wir dachten, dass wir runterstürzen würden. Aus, vorbei mit uns, ein Fallen in die Tiefe, ins Ende der Welt. Ob gerade oder Kurve, das Sehen passt sich der Ebene an. Es ist schattenlos. Vögel und Flugzeuge vervielfachen die Streifen am Himmel, die Fingerzeige, die Wege und Direktionen. Sie deuten von oben nach vorne. Es gibt nur ein Vorwärts aus der Ecke heraus. In der Volksschule brachte man uns dann bei, dass die Erde eine Kugel ist und rund. Zudem beobachteten wir die Tiere, Rehe, Fasane und Hühner, die die Grenzen mir nichts, dir nichts überquerten und vollkommen lebendig und guter Dinge wieder zurückkehrten. Das erstaunte uns sehr. Es erstaunte uns und machte uns gleichzeitig misstrauisch. Wir vermuteten, dass man uns Wesentliches verschwieg. Alles Böse käme aus dem Osten und wir müssten froh sein, uns in diesem östlichsten Zipfel des Noch-Westens aufhalten zu dürfen. Das war der Tenor und das Credo der Erwachsenen, das, was sie uns einbläuen wollten. Man darf nicht vergessen, dass Geschichte und Zeitgeschehen damals eine Sache war, die sich vor allem auf Erzählungen der Alten und Älteren bezog. Bücher zu den Themen waren rar. Selbst in Schulbüchern suchte man vergeblich nach Hinweisen. Der Zweite Weltkrieg und die Beteiligung Österreichs wurden in ein paar Absätzen abgehandelt. Die Berichterstattung zur Weltpolitik beschränkte sich auf wenige Zeitungen und Nachrichten im Radio. In meiner Erinnerung wurde nicht viel über die Nachbarländer und ihre Bewohner gesprochen. Feinde waren sie, die da drüben in den gleichen Häusern mit den gleichen Dächern. Unberechenbare, falsche Brüder, hatte sie einmal der Gemeindepostler am Wirtshaustisch genannt, als ich meinen Vater vom sonntäglichen Kartenspiel abholen sollte. Das blieb mir im Gedächtnis. Während der ganzen darauffolgenden Nacht überlegte ich, wie und warum denn wohl die Geschwister des Herrn Karl in das Feindeslager übergewechselt waren. Ich verstand,
das ihn das grantig machte, vermutete jedoch, dass er auch ein wenig traurig darüber sein müsse, seine Brüder nicht mehr zu sehen. Es war selten von den Bewohnern jenseits der Grenze und deren Lage die Rede. Ab und zu hatte man Flüchtlinge aufgegriffen und den Behörden weitergeleitet bzw. wieder zurückgeschickt, wo sie hergekommen waren. Das gab dann Gesprächsstoff für ein paar Wochen, wobei die Leute im Dorf doch mehrheitlich Hilfsbereitschaft und Mitgefühl für die armen Teufel zeigten. Holzlatten haben etwas weniger Bedrohliches als Stacheldraht. Deshalb mochten wir die Tschechoslowaken, zu Slowaken wurden sie erst später, zur Zeit des Eisernen Vorhangs lieber. Sie waren uns als Feinde, zu Nachbarn wurden sie erst später, angenehmer, wenn man das so sagen kann. Als im Lauf der Geschichte der Stacheldraht wich, tendierte man kurzerhand wieder zu den Ungarn. Sie waren den Bewohnern meines Dorfes dann doch näher. Nachbarn und Verwandte waren sie genau genommen, schon vorher und früher und schon immer, erfuhr ich plötzlich. Und dass die gängigen Namen Fekete, Horvath, Kovács, Molnár, Nemeth und so weiter aus dem Ungarischen stammten. Man erinnerte sich sozusagen an sie und an eine Muttersprache, in welcher sich die Alten im Dorf immer noch unterhielten, die sie ihren Kindern und Kindeskindern jedoch nicht weitergegeben hatten. Diese lernten stattdessen Englisch und Französisch in der Schule. Kein Fluchtweg in Sicht, aus einem Strich die Landschaft. Auf der Stufe deines Blickes windet sich eine Himmelsleiter empor, weil hierzulande viel Wind weht. Die Sprossen sind ab- oder angesägt von schwertschwingenden Ungeheuern aus dem Jenseits, sagenumwobenen Dämonen aus der Vergangenheit, die weiterhin ihr Unwesen treiben, in die Zukunft hinein, sodass du sicherlich durchbrichst und abstürzt, solltest du es wagen, aus deiner dir zugewiesenen Ecke ausbrechen zu wollen. In der Ecke stehen bzw. jemanden in die Ecke zu stellen, war eine beliebte Strafe, also eine Sanktion gegenüber einem bestimmten Verhalten, das von der Lehr- und Aufsichtsperson als unrecht oder als unangemessen angesehen wurde. Man hatte eine Grenze übertreten. Die Markierungen und Zusammenhänge waren uns selten einsichtig, so sind Kinder nun mal, und schon gar solche, die an einer dubiosen, feuerroten Linie aufwachsen, die sich unterirdisch und unsichtbar durch die Erde frisst. Die Sanktion? Mit dem Gesicht zur Wand, nicht sehen außer dem kalkweißen, bröseligen Anstrich und feinen oder gröberissen Rissen in der Mauer, die Klasse im Rücken, der oder die zu Maßregelnde ausgeschlossen, wie beim Völkerballspiel von hinten erschossen. Laut einer Studie findet sich unter in Grenznähe aufgewachsenen Menschen eine signifikant höhere Anzahl von Künstlern, Wissenschaftlern und Forschern. Laut einer anderen prägen der Ort und die Umstände der Herkunft, Enge oder Weite, Mauern oder Freiraum, bereits im frühesten Alter Psyche und Verhalten. Das Leben an der Grenze führt also einerseits zu Überschreitungen im Denken und Umsetzen von Ideen. Es verführt zum Übertritt, zum Hinüberschauen, Ausmalen und Fantasieren. Es kann dies alles jedoch auch in von Angst umzäunter Ungewissheit und Ohnmacht ersticken. Schaffen Ängste Grenzen oder umgekehrt? Ich habe beobachtet, dass manche Menschen, die aus ein- und abgegrenzten Gebieten stammen, dazu zählen auch Talkesselbewohner, Zügel wie ein unsichtbares Halsband mit sich zu führen scheinen. Sie haben sich selber an eine lange Leine gelegt, bevor sie aus dem Haus gegangen sind und den Knopf für die Rückholvorrichtung betätigt. Unwillkürlich und nachdem sie eine gewisse Distanz erreicht haben, schnellen sie sich selber zurück an den Ausgangspunkt. Sie entfernen sich also niemals zu sehr, zu weit von sich und ihrer vertrauten Umgebung. Ihr Radius wird nicht überschritten, dafür sorgt die Leine. Sie zieht die Grenze. Gängige Abgrenzungserscheinungen im Überblick, Transparenz ansteigend. Mauern, Wände, Zäune, Pfosten, Gitter, Maschenstacheldraht, Jalousien, Vorhänge, Büsche und Bäume, Gräben. Körper, Handlungen, Sprache,
Wörter, Linien im Sand, Luft, Atmosphäre. Bevorzugte Materialien, unvollständig, anfangs alphabetisch, schließlich überbordend. Absperrbänder, Beton, Filz, Gardinen, Glas, Granit, Holz, hart oder weich. Schere, Stein, Papier und PVC. Zement und Ziegel, Elektrizität, Achtung, Strom in den Weidezäunen. Stoff, Seide, Leinen, Tüll, Garn, Strick, Baumwolle, Plastik, Kunststoff, Haut, dicke und dünne. Make-up und Schminke, Masken, Kleidung, Kopftücher, Schleier und Schals. Dunkle Sonnenbrillen, teure Autos, Haus und Hof, Türsteher, Wach- und Grenzposten, Soldaten und Militär, Brandlegungen, Luftverschmutzung, die vier Elemente. Von der Abgrenzung zur Ausgrenzung sind es nur ein paar Schritte. Der Wechsel auf die andere Straßenseite und Blicke, ausgetauschte Buchstaben aus 2 macht 3. Auch diesbezüglich wurden wir früh geschult und aufs Leben vorbereitet. Sozial schwachgestellte Kameradinnen und Kameraden wurden als Kandidaten behandelt. Von Lehrerin, Direktor, Schulwart, dem ganzen Dorfverband. Es waren vor allem kinderreiche Arbeiterfamilien, arme Schwachköpfe, mit denen man sich nicht abgeben sollte, wie der Herr so's g'scher, was mich aber nicht davon abhielt, mich dennoch und zum Trotz in den hübschesten Kerl, selbstverständlich aus der letzten Reihe, zu verlieben. Dunkelhäutig und schwarz gelockt, glutäugig, jawohl, bereits mit 7, verwegen und ungewaschen, was gar nicht stimmte, aber es passte so gut zum Image, wie die Piraten und wilden, aber gerechten Räuberhauptmänner in den Büchern, die ich las. Wie ich später erfuhr, bedeutete sein Nachname Söke auf Deutsch blond. Ironie des Schicksals benennen das die Erwachsenen. Mir sollten noch einige Schicksalsironien begegnen während meines Hineinwachsens in deren Sprachgebräuche und in die angewandte Welt. Es blieb, man mag sich nicht wundern, bei einer heimlichen Liebe, bis auf die ausgetauschten Blicke, unerklärt. Gängige Grenzwertigkeiten, deren Einschätzung ganz und gar dem Individuum überlassen sind und die es tagtäglich neu zu bestimmen und zu überwinden gibt, im Überblick. Variable Größen, Auswirkungen auf die Umwelt ansteigend, die der Erträglichkeit, des guten Geschmacks, der Scham, der Moral und der Qual, der Political Correctness und des Öko-Footprints, nicht vor Kindern rauchen, fluchen, saufen, berot über die Straße gehen, weniger Müll produzieren, weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, nur Schlampen tragen, Pelze, Haare blau färben oder abrasieren, etc., etc. In derselben Abteilung Grenzmarkierungen des Körpers, des Geistes, der Wahrnehmung, der Sprache, der Kommunikation, der Kunst, der Liebe. Unumgängliche, mehrheitlich solche, die wir als Erbe hinterlassen, unvollständig. Konstante Ausreizungen, deren Auswirkungen ignoriert oder als noch nicht amtlich wissenschaftlich zertifiziert gelten. All jener des propagierten Wachstums, wo es nichts mehr zu wachsen gibt. In den Bereichen Wirtschaft, Ökologie, Arbeitsmarkt, Reserven. Der Fortschritt, der zum Fall aus höchster Höhe wird, mit 7 Meilenstiefeln unterwegs im Turbokapitalismus, während andernorts Karawanen den Ozean der Sahara durchqueren, singende Dünen, Sandkörner auf der Haut, in den Haaren, zwischen den Zähnen, um zu den Booten und Schiffen zu gelangen und der Wind, wichtigster und gefährlichster Begleiter auf offenen Strecken, streut zusätzlich feinste Traumpartikelchen in die Augen der Reisenden. In der Ferne das blanke Meer als Aussicht, eine Spiegelung. Heute kann ich mit meinen Freundinnen geradeaus weiterradeln, nach Ungarn oder in die Slowakei und siehe da, niemand fällt in einen Graben oder ins Ende der Welt. Im Gegenteil, eine neue Welt öffnet sich, eine, die immer schon da war, so nah. Die Landschaft ist hüben wie drüben ähnlich, im Winter weit und breit in schwarz-braun-weiß, staubig und dürr im Sommer, bis die Sprenkelanlagen der Bauern ihren Einsatz bekommen und wie Scheibenwischer die Aussicht zerteilen, dem Schauen einen Takt vorgeben. Mehrheitlich ist man am Boden in gelbe Meere getaucht, Raps, Sonnenblumen, Weizen
und kann von Glück sprechen, wenn auf der Filmleinwand des scheint allumspannenden Himmelszeltes ein 3D-Gewitterspektakel zur Aufführung gebracht wird, das sich gewaschen hat. Hier und da stelzen Reiher und Störche seelenruhig durch die Wiesen, springen aufgeregte Hasen und nervöse Fasane von der Straße zurück in kürbisschwangere Ackerfurchen. Und wo einst rot-weiß-rot bemalte Mikado-Stäbe eine Grenze markierten, leuchten nun Hagebutten und Vogelbeeren aus den Büschen hervor und verpassen ihnen i-Tüpfelchen. Menschen prallen an Mauern, die andere zum Schutz gegen sie und gegen ihre Ängste errichtet haben, und jeder und jede Einzelne ist tagtäglich dazu angehalten, Grenzen für sich selber zu ziehen, wie das Kind, das mit Straßenkreide eine Linie oder einen Kreis um sich herum malt. Nun ist es drüben, die anderen drüben. Bist du drinnen, bin ich draußen. Und manchmal bin ich außer mir. Ich bin also nichts Besonderes, wie viele andere auch, bloß ein Grenzfall. Die Haut ist mein wichtigstes Grenzorgan. Danke. Dankeschön. Ja, liebe Karin, wir kommen gleich auf einen noch weiteren Aspekt zu sprechen. Ich muss da ein bisschen zum Mikro hinreden. Mhm. Dein Vater war ja Kroate. Mhm. Das heißt, du gehörst auch wie er, zumindest zur Hälfte, zur Minderheit der burgenländischen Kroaten. Ich glaube, 5-6% der Gesamtbevölkerung ja. im Burgenland sind Burgenland-Kroaten. 7 sind sie ungefähr. Oder vielleicht ja. sind es jetzt mehr. Also ich habe im Netz nachgelesen ein bisschen über diese Situation. Und weil ich sage, mindestens zur Hälfte, das ist ja auch etwas, was du, worüber du schreibst, über diese merkwürdigen Halbierungen und Viertelungen, die man sozusagen da erlebt oder die da gemacht werden, durchaus in sehr humorvoller Weise darüber erzählst. Meine Bitte, erzähl uns bitte ganz kurz in geraffter Form, was diese Tatsache, dass du einen kroatischen Vater hast, was das für ein Lebensgefühl in dir eingepflanzt hat. Jetzt gar nicht so sehr auf das Schreiben schon bezogen, sondern einfach du als Mensch, als Frau, was hat es mit dir gemacht? Du erzählst ja darüber in einem weiteren, anderen Essay, mhm. Da wo ich den Titel auch noch nennen werde gleich, aber du kannst uns das sicher ganz kurz nochmal darstellen, weil ich glaube, dass bei uns nicht so bekannt ist. Ivancic war Cäsar Siegfried, Ida Cäsar Siegfried, das sind die Namen, die ich am öftesten in meinem ganzen Leben buchstabieren musste und von mir gegeben habe, weil es niemand wusste, wie das zu schreiben ist. Mein Vater war Kroate aus einem Dorf im Mittelburgenland und wir sind dann in den Norden gezogen. Da gab es zwar auch Kroaten, aber nicht in der Ortschaft selber. Das heißt, er war der einzige Kroate in dieser Gemeinde. Und er hatte eine leitende Funktion. Und diese zwei Sachen gingen nicht zusammen. Das habe ich als Kind schon als wirklich im Kindergarten, kann man wirklich sagen, gespürt, dass da etwas nicht in Ordnung war für die Dorfbewohner. Ich habe mich sehr lang gefragt, was und warum ist denn das so? Mein Vater stammt aus einer Familie mit insgesamt 14 Kindern. Und da war es so, also seine Mutter hat sich dann dafür eingesetzt, es war Brauch, dass man einer der Söhne wird Pfarrer und der andere wird ein Wirt. Ja. Mein Vater hatte das Glück oder Pech, als Pfarrer ausgesucht zu werden. Das war sein Glück, weil er dadurch die Bildung erhalten ist. Deswegen hatte er auch diese Position im Dorf, was für einen Kroaten seltsam war. Und dadurch, dass er der Einzige war in Deutsch-Jandorf, seine Sprache natürlich auch nicht pflegen konnte, musste dann in den Nachbarort fahren. Für mich war von klein auf etwas eigenartig und ich konnte in verschiedene Richtungen und ich konnte mir nicht erklären. Wenn ich Ihnen jetzt sage, wie mein Vater im Vornamen heißt, dann ist Ihnen vielleicht einiges klar. Er hieß Adolf Ivancic und sein jüngerer Bruder Hermann. Mir war sehr lange, und das ist wirklich bis, da war ich schon junge Erwachsene, nicht klar gewesen, dass die Großeltern
da wirklich Sympathie zur NSDAP hatten, zu einer Zeit, wo sie allerdings noch nicht wussten, dass die Herrn Taufpaten ihnen doch nicht so gut gesonnen sind, weil es ging dann auch um Deportationen von Kroaten, aber das war dann später, wo dann auch die, es gab viele, viele Ivancic, und da wurde dann dieses CSICS, Cäsar Siegfried, Ida Cäsar Siegfried, so wie ich mich schreibe, wurde umgewandelt von ganz, ganz vielen kroatischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Schule Ida Tetz, also Schitz, in Schitz, um dem zu entgehen, da ja nicht in Gefahr zu kommen, deportiert zu werden. Und das ist für mich als Kind, also ich habe die Sprache nicht gelernt, die Sprache meines Vaters, und das hat er aus Rücksichtnahme auf uns Kinder gemacht, weil er Angst hatte, dass wir diskriminiert werden würden, und dem war auch so in den 1970er Jahren, war es tatsächlich noch so, dass im Gymnasium die Schülerinnen und Schüler, die aus den kroatisch sprechenden Dörfern kamen, und die Verwechslung, also sie tun sich schwer mit G und K, Katze, Gatze, und die wurden dann auch von unseren Deutschprofessoren, Lehrern so öffentlich verhöhnt für diesen Akzent. Mhm. Eben darüber schreibst du, über diese subtilen Formen von Begrenzungen und Grenzsetzungen schreibst du eben in dem weiteren Essay mit dem Titel Cäsar, Siegfried, Ida, also gemeint ist da das CSI, das zweimal in deinem Namen vorkommt eben, und du spielst da mit diesen Motiven. Das ist sehr interessant, was du dort alles schreibst. Ich wollte dir eben als zweite Frage, warum eigentlich das Kroatische dir, warum sie dir das nicht, warum sie nicht zumindest rudimentär versucht haben, dass du die Sprache deines Vaters lernst, weil ich verstehe natürlich, das ist eine Diskriminierung, wäre damit einhergegangen, aber es wäre vielleicht auch, oder wie siehst du das heute, eine Ermächtigung im Sinne einer klareren Identitätsbildung für dich gewesen? Das hätte es gebraucht für mich und für meine ganze Generation. Ja. Also ich bin ja dann drauf gekommen, dass es nicht nur mir so gegangen ist, sondern es ist wirklich diesen Menschen, Freunden, Verwandten von mir so passiert, die in diesem Zeitraum zur Schule gegangen sind und aufgewachsen sind. Inzwischen hat sich das natürlich verändert. Mhm. Ja? Und die Kroaten haben Selbstbewusstsein und haben auch ihre inzwischen ihre eigenen Hörfunksendungen, ihre eigenen Medien und publizieren auch zum Teil auf Kroatisch, mhm, in eben diesem Verlag Edition Lex List 12. Mhm. Aber zu meiner Zeit, in den 60er, 70er Jahren, wollte man den Kindern eben die schöne Sprache beibringen, mhm, ja, und sie Deutsch schön sprechen lassen und ja keinen Akzent. Man hat verleugnet, ne? Ja, ja, mhm, ja, ja. Mhm. Ich kenne ja jetzt deine Literatur schon ganz gut mittlerweile und habe ein recht klares Bild eigentlich davon, wie die Themen, die mit diesen Erfahrungen zusammenhängen, in deine Literatur einfließen. Aber könntest du vielleicht für die Anwesenden das kurz sagen, welche Spuren dessen sich in deinem Schreiben finden, also thematisch oder motivlich oder auch meinst sprachlich. Ja, jetzt, Situation ist aufwachsen. Ja, wo wir jetzt ganz kurz, mhm, natürlich jetzt nicht im Detail gesprochen haben, was deine Erfahrungen in der Kindheit, ja, und Jugend waren. Ja, ich wollte immer nur weg. Raus aus dieser Ecke. Weil, wie gesagt, es war wirklich so, man kam rein und das Dorf war nicht mehr raus, man musste umdrehen. Deswegen wollte ich immer weg und zwar Richtung Westen, was anderes war uns nicht vorgegeben. Man lockte uns mit Marlboro Man und Coca-Cola und all der tollen Musik. Und die Themen, die in meinen anderen Büchern immer wieder anklingen, das ist, da geht es immer wieder auch um Freiheit, um Grenzen, um Freiheit. Meine Großmutter war eine von denen, und da gab es wirklich sehr, sehr viele Tausende, die in der Zwischenkriegszeit nach Amerika, in die USA ausgewandert sind. Das war auch für mich eine sehr wichtige Person. In die ersten Lebensjahre bin ich bei ihr aufgewachsen. Und kann mich noch gut erinnern an diese schönen Fotoalben, als sie hat in New York gelebt, als die Fotos mit einer Großmutter, die ich so nie wieder sah,
mit großen Hüten und wahnsinnig toll gekleidet. Und ihre Sprache hat mich sehr fasziniert. Das war nämlich eine Mischkulanz aus Österreich, Deutsch, Jiddisch. Sie hat bei einer jüdischen Familie gearbeitet in New York. Und eben diesem Amerikanisch, das auch so gefärbt war. Ja. Das hat mich, diese Mehrsprachigkeit, diese Geheimsprache auch, ja, das hat mich sehr fasziniert. Und dem bin ich auch immer wieder nachgegangen. Mhm. Das interessiert mich immer noch, Kommunikation in anderen, in fremden Ländern, wo ich die Sprache vielleicht gar nicht verstehe. Ja, du bist ja auch eine Reisende. Ne? Du hast ja die ganze Welt eigentlich bereist. Und das kommt nicht von ungefähr, oder? Das kommt nicht von ungefähr, ja. Weil es auch immer ein Ausloten ist, ein Vergleichen, wie leben die Menschen in ihren Ländern, was gibt es dort für Grenzen. Also die Grenzen sind für mich wirklich, die sitzt so tief, ja. Ja, dass ich dann immer merke, auch ich muss Grenzen auch überwinden. Das ist für mich so ein, wie angelegt wie ein Gehen und das Wandergehen dazu. Ja. Mhm. Also, ja, wir müssen leider zum Schluss kommen und zur nächsten Autorin kommen, aber ich hätte dich ganz kurz noch fragen wollen, weil du kennst ja auch Südtiroler Autorinnen, zum Beispiel Sabine Gruber. Findest du da manchmal so Verwandte? Spricht dich da was an, wo du sagst, ah ja, das ist ja so auch hier? Oder ist es vergleichsweise nicht so stark dort zu finden? Meine Sabine Gruber hat ja auch... Ja, ich kenne ja auch die Literatur von der Sabine Gruber. Aber nicht, ist dir jetzt nicht was so besonders aufgefallen? Nein, das hat mich jetzt einfach interessiert. Ich sehe da eher andere Parallelen. Okay. Aber nein, dann nicht, dass mir so aufgefallen wäre. Okay, gut. Danke. Ich danke dir. Danke. Dankeschön. Ja, ich bitte jetzt Mila Haugova zu mir zu kommen. Mila Haugova ist Lyrikerin und Übersetzerin. Sie hat viele Gedichtbände schon publiziert, vorgelegt. 23 habe ich irgendwo gelesen, bevor ihr relativ spät, also recht spät, eine angemessene Ehrung zuteil wurde. Mit dem Erhalt des Vilenica Prize 2020, also wirklich spät, nachdem sie so viel veröffentlicht hat und nachdem sie auch ganz klar eine wegweisende Funktion für Lyriker und Lyrikerinnen in der Slowakei innehatte, schon über sehr lange Zeit. Also endlich ist sie sozusagen mit diesem Preis steht sie in einer Reihe mit den namhaftesten Schriftstellerinnen der Welt. Die Liste der Preisträger ist wirklich sehr, sehr prominent. Jetzt der Karl Markus Gauss, den kennt man hier, deswegen erwähne ich ihn, oder auch die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, aber etwa auch Fulvio Tomica hat schon früh diesen Preis bekommen als Italiener und viele, viele andere. Das ist also sehr schön, dass diese Würdigung gegeben hat und die hat jetzt, denke ich, schon auch beigetragen, dass das Werk von Mila Haugova bekannter geworden ist. Natürlich vor allem durch Übersetzungen in andere Sprachen. Und gemeinsam mit der Lyrikerin Anja Utler, die aus der Schweiz stammt oder Schweizerin ist, ist sie verantwortlich für eine glückliche Auswahl von Übersetzungen ihrer eigenen Gedichte. Es sind wie viele insgesamt Gedichtbände auf Deutsch erschienen? 6 oder 7? 7. 7. Mhm. Sind manche zweisprachig? Weil die zweisprachigen, die habe ich diese Korrespondenzen schon, sind, gell? Diese von Korrespondenzen sind zweisprachig, aber sonst dann Errata und auch Bonsai Verlag existiert nicht mehr. Das war so halb bibliophilisch und dann Edition Tannhäuser handgedruckt. Ja, die waren zweisprachig auch. Mhm. Ja, also Anja Utler kennt man hier bei uns schon oder wer sie nicht kennt, sie gehört auch zu den wirklich sehr herausragenden zeitgenössischen Lyrikerinnen. Und ich bitte dich jetzt um deine Lesung.
Ja, danke schön. Guten Abend, ich bin sehr gern in Brixen. Die Reise war lang, aber nur an Brenner habe ich geglaubt, dass ich komme nicht mehr nach Brixen, weil dort Schneefall war und Regen und ich konnte den Zug nicht finden. Aber am Ende bin ich hier und alles ist wunderbar. Haben wir heute auch durch die Stadt spaziert. Und wenn wir auch in dieser Translation sind, dann ich möchte so sagen, dass die Arbeit mit meinen Büchern ist so, dass meine Tochter ist Germanistin und sie macht diese rohe Übersetzung von meinen Gedichten buchstäblich in die deutsche Sprache und Anja macht dann davon ein schönes Gedicht. So, das ist eine drei Seiten eine Zusammenarbeit, weil ich dann korrigiere auch Anja und auch meine Tochter, dass ich auch Deutsche verstehe. Und am Ende kommt auch die, das müssen wir nicht vergessen bei Büchern machen, das ist sehr wichtig, eine wunderbare Korrektion oder Redaktionsarbeit von Reto Ziegler und Edition Korrespondenzen. Ja, diese anderen Bücher sind früher schon so verlegt worden und sind von verschiedenen Übersetzern, aber diese drei Bücher sind am nächsten dazu, was ich eigentlich schreibe. Und wenn wir schon hier so mehrsprachig sind, dann zuerst slowakische Sprache, vielleicht haben Sie das noch nie gehört, und dann Deutsch. Arete, Aletea, Andromeda. Tri slova, ktoré sa mi snívali. Nie je to jediné ovocie na jablonke. Neskore leto, malý introvertný plod, detstvo, zaliate v jantári času, sústredená trvajúca radosť dňa. Strávy pripravené prezimovať, vyskakujú zvieratka slov, zachytávajú srdcervúcu krásu nášho starého kontinentu. Mizne v čistej nedeliteľnosti času, v domoch, izbách na pobreží, v zúfalom oku kyklopa. Arete, Aletea, Andromeda. Diese drei Wörter habe ich geträumt. Nicht die einzige Ernte. Am Apfelbäumchen, Spätsommer, eine kleine, introvertierte Frucht, Kindheit. Im Bernsteinstrom der Zeit, die Freude eines Tags in konzentrierter Dauer, das Gras bereit zu überwintern, wie kleine Tierchen entspringen ihm Wörter, erhaschen die herzzerreißende Schönheit unseres alten Kontinents, die Zeit so kahl, unteilbar, dass er verschwindet darin, in Häusern, Zimmer, an der Küste, im verzweifelten Auge eines Zyklopen. Ja, und vielleicht Leute, die meine geliebte Dichterin Friederike Mayröcker gelesen haben, haben bemerkt, dass ich habe von Friederike ein wunderbares Wort, herzzerreißende, verwendet. Das ist eine so schöne Inspiration. Das war von Buch Zwischen zwei Lehren. Und jetzt lese ich von Buch Schlaflied Wilder Tiere, weil dort sind mehrere Gedichte, die unser Thema so berühren, was wir ein bisschen brauchen für dieses Gespräch. Schlaf später, Engel, mit dem gläsernen Handgelenk. Irgendwer hat fast immer die Augen zu. Unter vielen Liedern schlaf. Schlaf später, so tief wie Gott ist.
Levitation. Ich sehe, was um mich ist. Sekunden, ein gelenktes Raster, die Zeit gegen die Lichtgeschwindigkeit gestellt. Nachtaufnahmen, leere Flughäfen, Autos, Züge, durchsichtige Räume ewigen Verkehrs, Dithyramb. Das Gesicht eines chinesischen Kindes im Schlaf, ein wortlos verschlossener Planet, umherwandernd in der wachsenden Ferne des Universums. Jetzt kommt etwas, was ich meiner Tochter gewidmet habe, wenn wir in Zoologische Garten waren und Tochter hat mir dann gesagt, dass sie ein Kind erwartet. Die Zärtlichkeit der Distanz ist schussfest. Im Zoo kommt ein kleines weißes Nashorn auf die Welt. Erste Szenerie, ein nach der Gabel gestimmter Wasserfall. Traumstrom. Zweite Szenerie, Frauen in sonnigem Regen, für immer kleine Mädchen. Dritte Szenerie, Voliere mit hyazinthfarbenen Papagei, Paradiesersatz. Vierte Szenerie, wer sind wir zwei? Wer hat uns hier gemeinsam hergerufen? Meine Tochter Elvira, Wien, Mai 2008. Vergiss uns nicht, auf diesem Weg, sagen sie. Du wirst hoch fern sein. Marsch wie Lagos. Ich habe nur das Gesicht weggedreht, erwidert. Alles ist eine hohe, unerträgliche Stimme. Bestimmt haben Sie bemerkt, dass ich habe ein Wort geschrieben, das nicht slowakisch, auch nicht deutsch ist. Marsvilágos ist ungarisch. Meine Mutter war Ungarin, Vater war Slowake und manchmal verwende ich diese Wörter. Und Marsvilágos hat solche Bedeutung wie jemand von der anderen Welt, Marsvilágos, aber kann auch eine andere Deutung haben. Marsch ist anders und Világos ist hell oder mit Licht erfüllt. So, manchmal verwende ich Wörter nur für die Schönheit von der Wort und auch für diese Sache. Und dass diese Zweisprachigkeit ist eine Gabe und etwas ein Gottesgeschenk für mich, weil ich konnte alles von zwei Kulturen so nehmen, schon von Kindheit ist das immer so gegangen, dass mit Mutter immer Ungarisch gesprochen, mit Vater immer Slowakisch gesprochen und er war sehr streng mit diesem, hat gesagt, es ist keine Mischung von Sprachen. Aber wenn die zwei gestritten haben, dann jeder hat in eigene Sprache gesprochen. So dann, das war ganz oft, kann man sagen. Ja, das, und deswegen bin ich ja Dichterin geworden, weil ich habe oder im Hinterzimmer meine Kindheit oder im Garten mit Buch und Butterbrot und Kirschen so erlebt. Fragmenty miznúceho teroru detstva reči. Fragmenty miznúceho teroru detstva reči. Žena, ktorú poznáš. Krajina v dennom svetle. Tie nočné sny, ľahké nočné mori už nechceš. Len tie svetlá. Keď si sa vrátila z detského do nechceného sveta. Porcelán a politúra. Pretretá kyanidovou vôňou marhuľových semien. Vždy zosna len krátko zobudená. Kde si zase bola? Pol voltál. Povieš,
tam tu doma. Kým v lese smútili za tebou maliny, z kože zvlečené mladé hady, drobné kuny. Ako za úteky prestať, trestať. Ja. Ich war ein Einzelkind und ich war wahnsinnig nach Freunden und meine einzige Sünde, als ich Kind war, war das, dass ich nicht in Zeit nach Hause gekommen bin, weil ich wollte mit Freundinnen und Freunden sein. Und Mutter hat das nicht sehr gern. Fragmente von Schwinden des Kindheitsterrors der Sprache. Die Frau, die du kennst, die Gegend im Tagelicht, diese Träume in der Nacht, die Last leichter Falter, willst du nicht mehr, nur die Lichter. Wenn du zurückkamst aus der Kindwelt in die Nichtgewollte, Porzellan und Politur, überrieben mit dem Cyanidaromen aus Marillensamen. Aus dem Traum immer nur kurz aufgewacht. Wo bist du wieder gewesen? Holwoltal. Du sagst nur, dort, da, daheim. Und im Wald trauerte man schon um dich. Die Himbeeren, sich aus der Haut klaubenden kleine Schlangen, junge Marder. Wie aufhören, für die Fluchten zu züchtigen? Wie das Aufschreiben? Wie ist es, die Schwelle in einer offenen Tür zu sein? Spiegel ist unsere erste kindliche Erinnerung. Gehen, dem Gleichen näher kommen. Du bist der Wort. Sagen zwei, im Schwinden stets präsente Schatten. Wir sind lediglich. Du bist Slowakisch Tisi und Ungarisch Tevaj. Ich glaube, dass das klingt ein bisschen auch ähnlich. Diese Grundwörter sind manchmal sehr eine Verwandtschaft. Zielscheibe einer Sprachfalle für den Kindheitsterror. Nie sich vertun. Nie aufhören, nicht anzufangen. Grüner Kreuzweg, überwiesen von Kalvarienhügel. Mit dem Radfahren im Schlick auf die Hände, die Knie. Das Blutwaschen aus bereits weißem Reinen. Wie Tante Josefa auf dem Hof im Trog wäscht. Organza der Schürzen, Blusen, Kleider, Meere von Spitzen. Ihr Band in Wäschekasten. Auf der Mauer der Schwanz einer Eidechse wächst sich zur Sprache der Kindheit aus, jetzt. Ich schreibe in der Vatersprache der Welt. Ja, meine Muttersprache ist Ungarisch, aber ich schreibe in Vatersprache Slowakisch, weil nach der Ende von Zweiten Weltkriegs sind wir nicht Ungarn gewählt für Leben, aber Tschechoslowakei. Und wir sind gekommen in ein ganz slowakisches Dorf, Topolcianki, in der Mitte von der Slowakei, wo meine Mutter eine einzige Ungarin war. Aber sie hat sehr schnell Slowakisch gelernt, weil ich war ihre Lehrerin in slowakischer Sprache. Und mit diesen kleinen und netten Fehler in der, die, das, ja, das gibt es nicht. In ungarischer Sprache können Sie nicht sagen, der oder die oder das. Das müssen Sie wie ein Rätsel nehmen. Oder ist das so natürlich? Der Frau ist eine die, der Mann ist eine er. Aber viele Sachen konnte man in die Slowakische nicht so umdrehen, dass man das nach Logik kommt. Und dort hat Mutter immer so
und hat sich den Namen Mischo, Mischo ist Michal Slowakisch und Misch ist ein Maus. Und diese zwei Sachen hat sie manchmal so verwechselt und dann sind komische Situationen geworden. Hat dem Vater gesagt, was machen wir mit dem Mischo in Kammer? Und das war nicht der Maus, aber das war dieser Herr Mischo. Oder wer. Dann solche Kleinigkeiten, aber kann ich sagen, dass die Nachbarn haben meine Mutter mehr gern gehabt, Ungarin, wie meinen Vater Slowake, weil er war so streitbereiter Mensch. Und Mutter war eine wunderschöne, immer gut gelaunte und jedem so begegnete sie mit Lachen und mit offenen Armen. So konnten wir in diesem slowakischen Dorf wunderbar leben mit diesen Grenzsprachen, die überhaupt nicht ähnlich sind, überhaupt nicht. Ja, das ist so, dass dort nicht Grenze, aber so ein kann man sagen, ein Abgrund ist zwischen diesen Sprachen. Und dann ist interessiert in meinem Schreiben, dass immer wieder vorkommt, dass der Titel von nächstes Buch erschien schon in ein Gedicht oder so in ein Vers in Buch, der gerade so fertig ist. Und das, so war das auch mit diesem Schlaflied wilder Tiere. Und nächste war zwischen zwei Lehren. Und schon in diesem Buch vorkommt dieses Vers. Wieder bin ich hier. Wieder bin ich hier. Ich bin zu dir gekommen, in opaken Fluss täglichen Nachtwandelns, bei dir zu schlafen, hinter den weißen Rücken gekuschelt, aufzuwachen in einem kalten Morgen und nichts Schöneres zu kennen als dieses Gefühl eines geschützten Moments zwischen zwei Lehren. Und Schlaflied wilder Tiere, das Buch, hat auch ein, kann man sagen, so ein wie sagt man das, das weiß ich jetzt nicht. Wie heißt man das, wenn das in der Mitte von meiner Brille ist, etwas wie, was heißt, mit Feuer etwas zu tun, Ohnisko. Haben Sie dazu ein Wort? Bitte? Brenn, ja, danke. Brenn, das ist Brenn. Immer wieder ist ein Gedicht, ein Brennpunkt von meinem ganzen Buch, und das ist Plantrum. Und Plantrum deswegen, dass im Familienhaus in Levice, Hasental, Zajace Dolina, gibt es so ein wunderbares Haus, und dort wächst eine Wistaria, und Wistaria ist eine Schlangenblume, Schlangenbaum. Und wenn ich sie nicht schneide, dann wird wachsen in mein Zimmer. Wenn manchmal passiert das im Sommer, dass, wenn die Fenster Tag und Nacht geöffnet sind, dass ich sehe, dass die kommen, diese kleine so Ästchen schon ins Zimmer. Und Plantrum, deswegen Englisch, weil das so schön klingt, ja. Aber Slowakisch auch, Rastlina Izba. Das Schlaflied wilder Tiere. Rehe werden nie ganz zahm. Einbahnfalle des verschlossenen Gartens der Sprache. Ein endloser und gefährlicher Regen. Aus der Gegenrichtung kommen Wörter. Alphabete-Sublimation. Jetzt dreht die Tonspur meiner Stimme in absoluter Stille die Aufnahme von Stille. Die Rehe drehen um
bleiben in exakt bemessenen Abstand. Im Schattenbereich ist dann noch die Stelle, wo der Sie uns nicht sehen können und kaltblütig töten. Einmal hat dich eine Seele angefasst, wie die deine, und du hast sie nicht erkannt. Und dieses kurze Gedicht zu Ende hat eine kleine Geschichte, das zwischen Bratislava und Levice geht, ein Schnellzug, dauert circa 2 Stunden, muss ich nicht umsteigen, ist sehr glatt. Und dort gibt es so ein Ort, wo der Schnellzug nicht steht, aber heißt Herbsttal. Und in diesem Herbsttal habe ich einmal von Zug einen kleinen Junge gesehen, der geschleppt hat ein Violoncello, so ein riesengroßen Violoncello. Und in diesem Moment habe ich mir geglaubt, dass wenn in dieser Zeit ein kleines Junge ein Violoncello spielt, dann muss Gott existieren. Und dann habe ich ein kleines Gedicht für diesen Jungen, unbekannten Jungen, so 12-Jährige war er, geschrieben. Als glitzerte ein umgedrehter Stein in einem nassen Schatten. Aus dem Zugfenster im Jesenske Udolje. Und dieser Platz, Jesenske Udolje, gilt für mich in der Slowakei, das ist so hügelig, Renaissance, für mich ein schönster Platz von der Slowakei, das ist schon etwas zwischen Bratislava und diesem Hasental in Levice. Dankeschön für Zuhören. Ja, vielen herzlichen Dank für diese schöne Lesung, liebe Mila. Du hast uns auch schon so schön vieles erzählt, wie was mit zusammenhängt und so. Das war jetzt wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich habe eigentlich jetzt gar nicht so viele Fragen mehr, weil die können ja auch banalisieren, Fragen. Aber eine konkrete Frage wäre schon noch die, du schreibst ja in einer sogenannten kleinen Sprache. Das Slowakische gehört zu den kleinen Sprachen. 5 Billionen Leute, davon sind 500.000 Ungarn. Noch eine russinische, nicht russische, Russinen sind in der Ostslowakei. Und dann eine ganz kleine deutsche Minderheit. Mein ehemaliger Ex-Mann, Edgar Haugen, die Name, das ist ein deutscher Name, Haug, habe ich von ihm, kommt von diesen Zipserdeutschen, das sind diese Minderheiten. Mhm. Und Slowakisch, ja, dann. Und bei uns verlegt man zum Beispiel das Buch von Lyrik, so 300 Stück, und diese sind verkauft binnen so 2 Jahren. So, das ist diese. Aber immer gleich. Klein, ich glaube, dieser Kreis von Lyrik lesenden Leuten ist nicht größer und nicht kleiner. So, das ist etwas so ein kleines Wunder. So, das war schon jahrelang, wie ich ja Kinderbücher habe, dann ist das immer so ungefähr 300 in zwei Jahren. Prosa, ja, das Prosa geht mehr. Prosa geht mehr. Oder schon die Klassiker, die Klassiker von der Lyrik, aber diese so. Und deswegen, dass die slowakische Sprache klein ist, wir müssen übersetzen, und wir übersetzen viel. Und ich muss sagen, jetzt mit Stolz, das auch sehr gut. Ja, dann ich selbst habe mich gewidmet, Übersetzung, habe ich Silvia Plath übersetzt, dann Ted Hughes und mehrere englische Autoren, aber nicht für Bücher, aber für literarische Zeitschriften, die Übersetzungen dann haben.
Und von deutscher Sprache, dann habe ich diese, meine geliebte Friederike Mayröcker, die ich auch persönlich gekannt habe, habe sie übersetzt, dann Sarah Hirsch, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Trakl und dann ja, auch zeitgenössische, damals in 1990, zeitgenössische österreichische experimentelle Autoren, Ferdinand Schmatz, Ilse Kilic, Christine Huber, etwa 20 Leute, weiß ich nicht jetzt alle, ja, dann Christian Steinbacher. Ja. Und muss ich sagen, dass in einem Moment von Übersetzung von dieser experimentellen Lyrik, weil das ist nicht meine Richtung. Ja, mhm. Haben Sie gesehen, dass ich bin eher zu, näher zu Moderne oder wie zu diesen Experimente. Und habe ich mir gesagt, dass jetzt Christine Huber war die herausgestellte alles. Und jede Woche hat sie mir neue Gedichte gebracht, von neuen Autoren waren am Ende so 20, auch Franz Hobel zum Beispiel. Und da habe ich mir gesagt, jetzt werde ich, das war in Levice in diesem Haus, jetzt werde ich das nehmen und von Fenster schmeißen und ich sage, dass ich übersetze das weiter nicht. Mhm. Weil für mich war das. Aber ja, dann konnte, dann ist gekommen so eine, kann man sagen, so eine, ein Stolz, dass bist du Übersetzerin oder nicht? ja, man muss nicht alles übersetzen. Ja, dann habe ich mir gesagt, dass jetzt wird er das machen, den Termin habe ich gewusst und habe ich ja normal gezählt, wie viel Zeilen habe ich. Jeden Tag musst du so viel machen, egal, geht oder geht nicht. Weil zum Beispiel hat Franz Obel den mein geliebtestes Gedicht von deutscher Sprache, was ich gelernt habe, als ich 15 war, Goethes Wanderers Nachtlied. In diesen 8 Versen haben sie schon fast alles überleben. Und er hat das genommen, er hat das geschmissen in Google-Mischung oder etwas und 8-mal hat das er gemacht, so experimentell. Mhm. Und am Ende sind Gedichte erschienen, wo jemand Nudel kocht. Das ist gekommen nach diesen 8-maligen Durchgehen durch Google und diese Sachen. So, das habe ich ja übersetzt. Dann Franz Josef Czernin ist auch nicht leicht. Dann Ferdinand Schmatz habe ich jetzt zweites Mal übersetzt für ein Ars Poetica Festival. Und er schreibt jetzt, wenn er älter ist, ja, viel besser und mehr verständlicher als vor 30 Jahren. So, ich war sehr begeistert. Und dann ist das gut gekommen. Ja, Friederike Mayröcker war mir so nach, ja, das ist nicht leicht übersetzen. Spürt man sofort. Aber ist nicht leicht übersetzen, aber dort war irgendeine Verbindung. Sie war für mich nicht nur ideal wie eine Dichterin, aber auch wie eine Frau. Auch wie ein Mensch. Ja, du bist überhaupt ähnlich. Auch wie eine empfinde Frau, dich als sehr ähnlich. Weiß ich nicht. Ihrer Person. Ich habe sie auch. Ich habe sie nicht gut gekannt, auch aber halt manchmal ja, besucht in ihrer Wohnung, wo alles tabu war. Und sie war so nett, dass sie hat ihre Schreibmaschine weggegeben und auf eine kleine spitzen Tischdecke hat sie Kuchen für mich gekauft und Kaffee. Das war ja, herzzerreißende Sache war das und war schön, das Buch ist auch ja erschienen und ich glaube, dass das war für mich so, dass man, das kann man das, die Seele und das Leben nur dann erfüllen, wenn das lange dauert. Dass das sehr schön ist und jetzt springe ich zu Hokusai, zu japanischen Maler. Hokusai mit 80 hat gesagt, dass ich zeichne schon ganz sehr schön. Wenn ich 90 wäre, werde ich fast vollkommen und wenn ich 100 wäre, dann werde ich vollkommen. Er hat 96 Jahre gelebt, ich glaube, und mit einem mehreren Kollegen in meinem Alter haben wir einen Hokusai-Club gehabt, dass wir wollen diese Hokusai langes Leben haben. So, und noch zum Übersetzen,
das Schwerste, auch diese experimentelle österreichische Lyrik war schwer für mich, weil das ein bisschen entfernt war von meiner Ars Poetica. Aber schwer war Georg Trakl wegen seiner Persönlichkeit, wegen dieser Schwere, wegen dieser. Aber das war so wunderbar, und ich glaube, das Gedicht Grodek ist ein bestes Gedicht gegen Krieg, was ich eh gelesen habe. Diese Zeilen gegen Gewalt und Blut und alles, und so persönlich auf anderer Seite. So, das hat mich Mühe gegeben, und ich habe dann einen Kollegen Germanisten noch gebeten um noch eine Korrektur, dass man das ganz gut passt zu diesen Sachen. Das war schön. Ja, und Ingeborg Bachmann, das war sehr fein, dass viele Sachen waren mir sehr nah, was sie geschrieben hat, war mir nahegestellt. Und Sarah Kirsch war ein bisschen Enttäuschung, weil sie hat noch gelebt, und ich habe sie Brief geschrieben, wollte etwas fragen, und sie hat nicht beantwortet. Ein bisschen war ich, aber dann habe ich mir gesagt, wenn sie nicht will schreiben, das ist in Ordnung, dann übersetze ich ja weiter, ohne ihre Bemerkungen zu meiner Übersetzung. Ja, und Friederike hat gesagt, dass wenn ich etwas gefragt habe, Mila, ich überlasse das alles ganz an dich. Ja, sie hat nichts gesagt, wenn ich gefragt habe, nein, mach du, wie du das fühlst, in deine slowakische Sprache. Ein guter Zugang, denke ich. Ja, sehr gut. Das war. Und sie konnte sich auf dich verlassen. ich glaube, dass das musste sie spüren, dass ich sie ehre, ja, und auch liebe, genau, diese Gedichte, und vielleicht auch, ja, und manchmal habe ich ein Gefühl, das ist mein letzter Satz jetzt, dass nicht nur für Übersetzen und Schreiben, aber auch für meine Familie, für meine Tochter und für meine Enkelinnen, dass ich sollte sie weniger lieben und mehr verstehen. Aber dann werde das nicht ich sein. Danke. Vielen Dank für die wunderbaren Beitrag. Ja, noch Dankeschön, Erika, dass dieses Gespräch so in eine sehr menschliche Weise so geführt wurde. Danke dir, dass du so viel Schönes erzählt hast. Und danke, Maria, für Einladung nach Brixen, wo ich mich ja auch wohlfühle. Ja, wir danken dir sehr, weil du hast die weiteste Reise gemacht. Ja, und werde noch Sonntag noch einmal machen, zurück. Ja, ja, natürlich. Danke dir. Ja, noch vielleicht hinzugefügt, die kleinen Sprachen, das interessiert uns natürlich auch, weil wir hier das Ladinische haben. Da sitzt eine ladinische Dichterin, die ihr Leben lang schon kämpft mit dem Thema, dass man einfach zu wenig gelesen oder wahrgenommen wird, wenn man in einer so kleinen Sprache schreibt. Ruth Bernardi ist hier die Expertin. Deswegen ist es auch sehr schön gewesen, wie du erzählt hast. Aber ich glaube, deine späte Anerkennung durch diesen Preis hat auch damit zu tun, dass du in einer kleinen Sprache schreibst. Oder täuscht mich das? Dass das einfach zu wenige Leute lesen konnten, solange es keine oder wenige Übersetzungen gab. Aber jetzt hast du kein Mikrofon mehr, das... A Slowake. Ich glaube, dass wir leben die Zeit von Bronze nicht von mir. Das liegt dort. Aber ich glaube mit Hörnerin, dass Lyrik ist Aristokratie des Geistes, und dann schreibe auch ohne Preise und schreibe auch ohne Honorare. Ja, genau. Dann eine kleine Enkelin sagt in der Schule,
das nicht in die Aufzeichnung. Sie schreiben nicht für Preise, ja, ich schreibe, was ist das, ein Gedicht schreiben, habe ich einmal geschrieben, dass ich baue für mich noch einen Körper in mich. Und das ist das Schreiben, dass man das machen muss. Ich kann auf Befehl, wie hab ich gesagt, übersetzen, aber ich kann nie etwas schreiben, so dass Mila setzt dich und schreibt Gedicht. Ich kann Rezension machen oder übersetzen, ja, vielleicht ja schöne Texte von Karin über Blumen oder was, das kann ich ja machen, aber diese eigenen Sachen muss man riskieren, die kommen oder kommen nicht. Und so nehme ich das auch alles, und das größte Preis war, gesagt habe, dass meine kleine Enkelin hat gesagt, dass in der Schule, dass meine Großmutter ist Dichterin, aber ich werde bildende Künstlerin. Das ist ja schön. Okay, dann bitte ich als nächste Kinga Dott bitte auf die Bühne. Kinga Dott hat uns im Vorfeld oder mir im Vorfeld geschrieben, dass sie gerne auch einfach ihre Texte liest ohne Sound und ohne alles. Und ich habe gesagt, nein, wir möchten auch eine Performance hier von dir. Und jetzt war aber irgendwo fast schon prophetisch, ist der Fall eingetreten. Also wir hatten vereinbart, dass sie eine Technik mitbringt und ein Instrumentarium, um Soundeffekte damit zu erzielen und eine Soundperformance hier zu machen. Und sie ist von Berlin hergeflogen und der Koffer, in dem diese Apparatur, ich weiß nicht genau, was ist es, ein Instrument? Es ist eigentlich eine ganz normale Loop-Maschine, womit ich einen Klangkörper aufbauen könnte oder hätte machen können sollen. Ja, die ist im Koffer und der Koffer ist nicht in Innsbruck angekommen. Sodass jetzt Kinga Dott, die ja tatsächlich Visual and Sound Poet genannt werden muss, das ist das, was sie ist, nicht als solche hier auftreten kann, aber sie wird, glaube ich, trotzdem eine sehr interessante Lesung geben. Ich konnte im Vorfeld ihre Texte, um die es heute Abend geht, lesen und möchte sie ganz kurz charakterisieren. Sehr körperlich, schwankend, prall gefüllt und dem Unsicheren oder Ungefähren verpflichtet. Worum es geht, das spürt man eher, als dass man es, man erfährt es eigentlich. So würde ich sagen, es ist sehr viel Leidenschaft, sehr viel Engagement, aber doch auch Rätselhaftigkeit und Tempo in diesen Texten. Und ganz anders als bei Mila Haugova, die ja auch grenzenlos schreibt, ist hier das Folgen oder das Verstehen doch immer ein bisschen man muss sich länger beschäftigen mit diesen Texten, glaube ich, um sie ganz zu erfassen. Soweit meine kurze Einführung. Bitte sehr. Ja, so nochmal vielen, vielen Dank für die schöne Einladung. Das ist meine erste Zeit hier in Brixen. Und vielen Dank für diese wunderbare Lesung. Also ich bin sehr, sehr, sehr betroffen. Und versuche jetzt irgendwas a cappella. Bitte drücken Sie den Daumen. Kegel mit Flüssigkeit, damit ich meinen Zähnen spiele.
Ich nage ein Loch. Der Saft fließt raus. Es ist kalt drin. Es ist kalt drin. Juka trágok, kifolyik a lé, hideg van benne. Wie die Flüssigkeit in der Wunde, wie der Geschmack der Jauche, der Wasserblase. Nach dem Biss liegt die Haut offen, reißt ab, wird breit und ihre Deckschicht gelb. Juka trágok, kifolyik a lé, hideg van benne, hideg van benne. Ist der hideg van, es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Die kann nicht mehr herausgebissen werden. Die größte ist wie ein 50er. Dann überträgt sich in den anderen Mundteil. Über die Zähne. An die andere Seite. Unter der Zunge. Auf die Zähne. Gelbe Flecken und keine weiße Tupfen. Ich werde eine neue Schleimhaut haben. Nur der Sturmhahn kann in meinen Mund hinein. Juka trágok, kifolyik a lé, hideg van benne. Es ist sehr, sehr kalt drin. Es ist kalt drin. Damit ziehe ich den Joghurt, das Wasser, den Tomatensaft. Tomaten sind entzündungsstillend. Das Salz zieht den Schleim zu. Die Biopsie sagt ihre Herkunft. Sie schneiden kleine Proben ins Fläschchen. Eine weiße, eine gelbe. Das Ergebnis ist unbekannt. Die Konsistenz der neuen Haut ist unbekannt. Hideg van benne. Hideg van benne. Füchse durchstreifen das Dorf, die Höhlen auf das Dach, schicken sie den Jüngeren, die nehmen sie auf. Sie kommen nicht an das Korn anzubeißen, sie kommen nicht an mir neck. Anno meiner Mutter weinen in der Mühle im Stroh, die Frauen, die auf die Säcke geworfenen für sie. Verheer Nebeck, weißes Weibervolk. Kurso Schneeberg. Schmutziges Volk, rötlich-rot, alle Haut gehört mir, ich habe sie mir zurechtgeschnitten, an Made entstochen, den Frosch im Zimmer verschmiert, aus mein Gesicht verziert, mit Blättern, ich hole Luft, nimm deine Hände Hand von unserem Mund, lege nicht Hand an mich. Mit weißer Kreide gesalbt, das Lamm am goldenen Zweig bin ich auch auf dem Berg. Kühe doppelt sehe ich, wie auch den Niederschlag auf dem Glas. Zweifach. Tjere, tjere, maschig, tjere, kedves, tjere, komm, mein Lieber, komm, andere, komm, 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 tjere, maschig, tjere, kedves, játszunk kettőre, háromra, andere, komm raus, lass uns dieses Gelb in Rot spielen, auf 1, 2, 3, allein oder barfuß, wann sehe ich dich wieder, oh weh, es sticht, du kannst so nicht sein. Die Heuschrecke, der Stein, die Wespe sticht, was du berührst, was du im Märchengarten in die Hand nimmst, das wird dich verletzen. In einer kleinen Kapsel sitzen wir, kleinen Mohnblume. Hol's raus, hol's raus, wow, wow, wo ist der Wolf, wo ist der Fuchs, wo ist der Fuchsschwanz, steichert den ganzen Betastet den Baum, rupp, rupp, es quiekt und fährt der Kopf. Unter Haarstreifen perlt unsere Stirn, Junggäste biegen sich zur Erde, im Bauchreifen Gelbknödel schlagen Wurzeln, sie wühlen das Gras für uns auf, verstecken Diktaphone in den Höhlen, Kiwisi Art. Wer schreitet zwischen Bäumen? Wer spricht mit den Waldvögeln? Wer reicht vorzeitig das Obst? Wer trägt den Rosenkranz in der Hand und das Kreuz auf dem Rücken? Ist es Serem, das gewisse Art?
Im Terrarium, wenn die Schmetterlinge sich trocknen, scheinen sie nicht leblos, könnten sogar fliegen. Auf schöne pfeifende Stimmen, wie die Vögel, fast zu ihnen gesprochen wird. Someone twists the hunter's guns. Und mal die Traubenblätter bohrt rot und sagt, es muss nicht immer nur weiß. Es gibt kein Verbrennen mehr. Man muss keine Stücke mehr flechten. Wir laufen allein, spielen mit Schwänen, stecken Zöpfe zwischen den Federn. Moos schmiere ich auf die Rahmen, gieße meine Kleinblume, setze ich auf Papier, Satz, Erde, schlage aus. Virag nog virago, 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 virag nog virago. Wie lang noch, was du wann wirst, schmelze das Papier in dich, sauge den Altbaum auf, atme aus dem Plastik, sei so wie ich, sei ich wie der Garten. Wie gelochte Scherbe bin ich, mit Kitt löte ich meine Wände, buttere mich den Kaffee, den Satz, die Erde, so lange, bis meine Hautlöcher beklebt, die Eiterbeule aufgewärmt bleiben. Scheine die Sonne mir nicht in die Augen, treffe ich nicht die Linsen. Das gesammelte Licht verbrennt mein Pflaster. Neuluft bekomme ich, der Garten, mein Folienbeet, Brustkorb brennen, das Herz eine werkende Tomate, worin du mit Gummihandschuh eingreifst. Das ist eine Gartenmetamorphose. Und ich bin die Gartenherrin. Meine Hautzellen, mein Nagelbett, das Betttuch, lass mich wachsen, ausbreiten, lass uns ins Moosdecke schlafen. Wir sind die Neuluft, wir umarmen und unsere Zeltausatmung beglückt. Fleischbeete, tief ist unser Ewigtraum, tief unser Ewigsein. Wir keimen, treiben, ineinander betten. Mit Knochen ersetzen, mit Streifen schweißen. Wir kneten Korb beim Bruch, wo es angebohrt wurde, was rausfiel, wo du dachtest, als du nicht zu fragen wagtest, nur das Tal gesehen hast, den Dunkelkummer, Steine stauben. Als du immer tiefer kletterst, sind die Wasserpflanzen getrocknet. Kalt ist der Sand auf dem Boden, noch ein Riss, dahin das Heißmetall und das schnell Einsanden. Falls es aus dem Körper auch rausfließt, schnell einkleben. Salzig wird der Sand, schosch vagyok én is, salzig der Goldbach. Mit Oberschenkeln den Boden verschmieren, mit Oberarmen Hügel häufen, darauf unsere Rümpfe hinaufrollen, hinlegen. Unsere Oberkörper höhlen Halbkreise zu neuen Schichten. Hier die Algen, die Korallen werden auch salziger, schosch vagyok én is. Ader lassen, der Malter ist glitschig, mit Salzwein machen, mit Goldberge ausgießen. Nicht jede Schicht ist mit Heiterkeit belegt, aber warm ist das Gold und warm ist das Wasser. Schorscher Homok, Hinager Homok, Schorsch vagyokänisch, Hinag vagyokänisch, auf dem Gesicht, in den Achselhöhlen. Durch Nadeln atmen wir den Berg, lassen den Wind durch die Luftröhre hinab. Das Glas zerspringt im Sturm, auf dem Felsen, auf dem heißesten, auf dem trockensten. Wir graben tief in den getöpferten Seegrund, Krähennest. Wir bohren uns in Stroh und lassen den Wasserfall hinabstürzen.
und auf den Felsen platzen, wo Fische schwimmen in unserer Speiseröhre. Und im Magen sammelt sich das Wasser. Der Wind gelangt in unsere ausgetrockneten Körper. Wir pusten Blasen daraus zurück. Wir fischen die Flusskrebse nicht heraus. Wir haken den Fisch nicht ins Maul. Die Beeren lassen keine Kugeln mehr rein. Geschosse prallen am Hirschgeweih ab. Keine Vögel mehr von Pfeilen durchbohrt. Keine Kehlen von Messern durchschnitten. Wir töten nicht. Wir essen nicht. Wir seufzen. Wir baden im Wasser. Silenzio. Nicht sprechen. Du levelegen keresztül lélegezzük a hegyet. Lengedjük a szelet a légcsövön. A sziklán álló viharban elpattan az üveg. A legmelegebben, a legszárazabban. Mélyre ásunk a cserepes tófenéken. Varjak fészkelnek, szalmába fúródunk. Engedjük lezúdulni a vízesést. Szétrobbanni a vizet. A köveken halak úsznak a nyelőcsövön, a gyomrunkban ér össze a víz. A szél kiszáradt testünkbe érkezik, buborékot fújunk belőle vissza. Nem halásszuk ki a folyami rákokat, nem szúrunk horgot a halak szájába. A medvék nem engednek magukba több töltényt, a golyó lepattan a szarvas agancsáról, nem tűz fel nyilvessző több madarat, nem vágnak el torkokat a kések, nem ölünk, nem eszünk, sohajtunk, vízben fürdünk, szilenció, nem beszél. Und noch ein Gedicht zur Freiheit und Grenzen. Statuenpark heißt das und es hat ein Motto, ein ungarisches Volkslied, freies Leben, freier Vogel, frei ist, wer frei kommt und geht. Szabad élet, szabad madár, szabad, aki szabadon jár. Szabad élet, szabad madár, szabad, aki szabadon jár. Ein Frosch, eine Grille wuchsen auf dir aus. Ihren Füßen auf Tintenschnüre klammert sich ein Deckenkäfer. Mit Tintenbeinen bedeckst du dich. Auf Gummiräder schnürst deine ferntragenden Wanderschuhe. Deine Hängematte schnürst du zwischen die Bäume und in der Kälte schläfst du. In Kälte kommst du nach Hause, wo die Berge kleiner sind. Aber solange es noch geht, solange plattgemachte Wälder nicht eine Sprache vor der anderen blockieren, solange die Berge nicht weggetragen und die Höhlengänge nicht mit Notverordnungen beendet werden, der Berg zwischen der einen und der anderen meiner Sprachen, solange erreiche ich dich. Addig elérlek. Wie sie auf den Wiesen kleine Verbotslinien aufziehen, in einem anderen Wald weit, weit weg landen Hubschrauber mit den neuen Anwärtern, die mit Jagdwaffen die Wildtiere mit Fremdmenschen verwechseln. Szabad élet, szabad madár, szabad aki, szabadon jár. Es gibt noch Andersorte, wo die bunt bemantelten Demonstranten sich auf den Straßen verändern und fellhabend feinfällige Gazellen werden zu riesigen, wohlbeliebten Büffeln. Der Tierbestand steigert sich und dann müssen die guten Jäger, der gute Polizist, schießen und brennen. Und schießen und brennen. Und die Tiere sind so groß, dass kein Bagger sie abheben kann. Und jeder, der nicht auf der Jagd nach Fellen war, muss sich jetzt seitwärts bewegen, weil es keinen Weg mehr durch sie gibt. Und diese Felsen sind wirklich kalt und es liegt Druck auf deiner Brust und diesen Druck schafft weder Meditation noch Lotussitz weg, weil er wie die Waffenkugel ist.
Sie schlägt durch das Skelett und dringt in das Speichersystem ein. Und es geht den ganzen Weg hinunter zum innersten Organ. Und dort nistet sich die Entfremdung ein. Und sie arbeitet im Inneren, bis du trotz allem gezähmt bist. Szabad élet, szabad madár, szabad, aki szabadon jár. Szabad élet, szabad madár, szabad, aki szabadon jár. Szabad élet, szabad madár, szabad, aki szabadon jár. Dankeschön. Eine schöne Stimme. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Wir haben auf jeden Fall ein Gefühl bekommen für das, wie du normalerweise arbeitest, wenn du vielleicht auch noch andere Hilfsmittel zur Verfügung hast. Ich wollte noch mal in meiner ersten Frage, ich werde nur zwei Fragen stellen. Die erste bezieht sich auf dieses Vielfältige in deiner Arbeit, weil ich habe gelesen, du bist ja auch Vortragende, du hältst Workshops, arbeitest als Philologin, auch als Journalistin, als Übersetzerin ebenfalls. Also es gibt ganz viel, es ist nicht nur dieses Performative, das du sozusagen verkörperst oder entwickelt hast. Und da wäre einfach meine Frage, wie hat sich das überhaupt bei dir alles entwickelt? Hat sich das so allmählich entwickelt? Oder gab es da einen Plan im Sinne von, ich reiße die Gattungen und Disziplinen, diese begrenzten Vorgaben nieder und ich mache etwas Neues und anderes in meiner literarischen oder künstlerischen Arbeit? Oh, das habe ich nicht rausgefunden, nicht so. Leider. Nein, nein, nein. Ich denke, wir sind dann eigentlich alle so geboren und dann mit so 2, 3 treffen wir ein Institut, Kindergarten, keine Ahnung, Mini-Kindergarten, whatever. Und dann kommen Leute, die uns überzeugen werden mit der Erziehung, worauf wir jetzt eher konzentrieren sollten. Und dann machen wir Kompromisse und dann werden unsere Flügelchen irgendwie abgerissen und dann langsam verlieren wir unsere Freiheit. Mhm. Ich habe auch solche Ratschläge bekommen, ziemlich viele, nicht nur als Kleinkind, sondern auch später. Also ja, Kinga, du solltest vielleicht einfach auf Schreiben konzentrieren und vielleicht nur auf eine Sprache. Und naja, eine echte Schriftstellerin schreibt doch Prosa, also man sollte schon so ein Roman schreiben und sowas. Ja, das alles stimmt, ich kann das nicht. Und jetzt denke ich, dass ich das auch darf, nicht zu können. Mhm. Und einfach alles zu machen, was man so frei machen möchte. Und das ist eigentlich, was ich auch unterrichte, wenn es mir erlaubt ist. Natürlich ist es nicht immer erlaubt, also zum Beispiel in Ungarn unterrichte ich ziemlich lange nicht mehr in Institutionen. Workshops kann ich noch manchmal geben, aber immer weniger, weil da darf man auch nicht unbedingt zu vieles, freisprechen sicherlich nicht unbedingt, aber es gibt noch Orte, wo man das machen kann und es gibt noch auch einige Sprachen, wo man wenigstens die Illusion hat, als Fremdkörper diese Freiheit zu haben und mit der Sprache. Und ja, Sprache ist sowieso ein Körper, Sprache hat auch Visualität, Sprache hat Klang, Sprache hat uns als Channels oder Kanäle. Also Sprache ist sowieso ein lebendiges Organismus und dann können wir einfach mit diesem Organismus frei weiterspielen. Mhm. Ja, also ich bin einfach so geblieben. Ja, das ist vollkommen überzeugend. Ich habe mir auch schon gedacht, dass etwas Widerständiges auch in deiner Arbeit steckt. Und du bist ja auch sehr international unterwegs, muss man sagen, und daher auch der Gebrauch des Englischen, denke ich, oder? Du schreibst ja auf Englisch, auf Deutsch und auf Ungarisch. Für mich persönlich ist jetzt das Ungarische die poetischste Sprache dieser drei. Ich
weiß nicht, ob du diese Einschätzung teilst. Ich kenne es ja nur vom Hören. Ich verstehe kein Wort Ungarisch. Aber ich finde es einfach wahnsinnig schön vom Klang her. Ja, was wollte ich eigentlich fragen? Genau, ist dieser Sprachenwechsel, ist das jetzt Teil des Konzepts? Du hast vielleicht gar kein Konzept, aber ist es jetzt etwas, was du bewusst wählst, so, weil es wichtig ist, verschiedene Sprachen zu sprechen und einzusetzen? Oder ist das mehr funktional zu verstehen, weil du ja eben zum Beispiel nicht in deutschsprachigen Ländern auch auftrittst? Also einerseits, niemand spricht in meiner Familie Deutsch, also, mhm. obwohl wir schon aus Westungarn kommen, sprechen meine Familienmitglieder kein Deutsch. Und wie kommt es, dass du so gut Deutsch kannst? Ich wurde verliebt in der Sprache eigentlich. Also wir wohnten in Westungarn und die österreichischen Touristen waren immer bei uns und ich habe einfach diese wunderschöne Sprache gehört und das hat mich beruhigt. Es war wirklich so ein Herzgefühl. So wie mich das Ungarisch. Ja, Ungarisch beruhigt mich ganz und gar nicht. Da gibt es so viele Emotionen und so hoch, alles Paprika, also in mir. Aber die deutsche Sprache macht irgendwas mit mir. Und wir hatten auch deutsche TV-Programme im Fernseher, weil wir in Westungarn waren. Auch wenn es Sozialismus gab, konnte ich deutsche Zeichentrickfilme mir angucken. Und das habe ich schon öfters erwähnt, ich war tief in Batman verliebt und Batman sprach aber auf Deutsch. Für mich, also im deutschen TV und ich hatte noch einen anderen, ein Traummann, so mit 3 und 4 war ich auch sehr tief in dem Sänger von der Ärzten, also im Farin-Urlaub, richtig, richtig verliebt und ich wollte einfach verstehen, was der großer Typ so singt und dann, wenn ich das herausgefunden habe, dass er für Menschenrechte und Antifa-Bewegungen, also Punk-Bewegungen zuständig ist, dann war das keine Frage, dass ich natürlich auch Punk-Weg gegangen bin. Und dass ich diese Sprache einfach lernen wollte. Also das ist eigentlich eine Herzwahl. Das ist eigentlich eine Herzwahl und nicht ein Konzept. Nein, ganz und gar nicht. Aha. Vielleicht ganz als Letztes noch auf deine Bücher zu sprechen kommen, weil die sind ja jetzt, du bist sonst performativ unterwegs und das ist etwas Flüchtiges, aber die Bücher, es gibt viele sehr, sehr schöne Bücher, die auch so bibliophil gestaltet sind. Bist du bei den Gestaltungen auch beteiligt? Bei den Cover zum Beispiel ist mir aufgefallen, das sind ganz tolle grafische Sachen, die du da herausgegeben hast. Nicht immer. Es ist immer so ein Argument, sagen wir so. Ja, so letztlich erschien das Band Mondgesichter bei Matthes und Seitz. Auch schön, ja. Cover durfte ich nicht machen, also das war schon ein bisschen so ein Streit, aber eigentlich haben wir das zusammen rausgewählt und ich war auch happy damit, aber die Zeichnungen drinnen von den Organen habe ich gemacht und das konnte ich machen. Und absolut letztlich erschien mein zweites Kunstalbum, das habe ich auch mitgebracht, das ist dreisprachig, es heißt Anna Maria singt Enekel, wo ich deutsche, englische und ungarische Texte dabei habe, aber auch alle meine visuelle, künstlerische Sachen, Videokunst, meine Performance, Audio, Gedichte und sowas mit so QR-Coden kann man das lesen. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, weil das ist eigentlich das zweite Buch, wo ich die absolute Freiheit bekommen habe. Mhm. Deswegen ist es auch bei einem sehr kleinen ungarischen Verlag und eigentlich in einer Galerie erschienen, weil ansonsten wäre das natürlich nicht möglich. Ja, es hat auch was von Kunstbuch ganz oft. Es ist ein Kunstbuch, das ist auch nicht so ein klassisches Gedichtband, das ist voll mit Gedichten, aber sehr viele visuelle und Soundtexte, Sound, ja, ich nenne sie Soundtexte und Objekte, Installation, Objektgedichte. Also eigentlich schreibe ich nur Gedichte, aber in unterschiedlichen Formen. Okay.
Ja, mhm. Also für mich ist das, wenn ich auch so eine große Rauminstallation mache, wo ich so Vokalpieces nebeneinander stelle und auch ein Performance mache, das ist auch ein Gedicht. Ja. Ja, also deswegen habe ich immer Probleme mit den Verlegern, weil sie sprechen über Gedichte und ich spreche auch über Gedichte, aber irgendwie können wir das nicht immer so in einem Objekt zusammenpacken. Ich habe gesagt, sehr körperlich. Ja, das stimmt. Aber Gott sei Dank, mit diesen zwei Büchern bin ich sehr, sehr glücklich. Und ja, irgendwie im deutschen Sprachraum habe ich einfach mehr Freiheit bekommen. Okay. Aber ich gebe die Ungarische natürlich auch nicht auf. Darüber haben wir auch ein bisschen jetzt geredet. Das ist doch meine Mutter. Ja, das ist ein großer Schatz. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke schön. Danke. Ja, der Abend ist jetzt schon etwas fortgeschritten. Also wir sind schon 2 Stunden, haben wir jetzt... Ist euch aber nicht langweilig, das sehe ich. Na, wir sehen jetzt einfach einen Film, einen sehr schönen Film, an dem der 18 Minuten dauert und an dem diese 3 Autorinnen des heutigen Abends maßgeblich beteiligt waren. Sie haben übersetzt, sie sind aufgetreten, sie haben etwas dargeboten für diesen Film. Es ist noch eine 4. Autorin dabei, Anna Marwan, die heute nicht kommen konnte, die dann nächstes Jahr bei uns auftreten wird, sehr, sehr wahrscheinlich oder hoffentlich. Und ja, schauen wir uns einfach diesen Film als Abschluss an. Da geht es auch um Sprachen und um verschiedene Töne und Spielarten. Also eigentlich ist es sozusagen eine Fortsetzung des Abends mit anderen Mitteln. Danke. Koliko mien by mohol človek mať, keby si každý deň dal nové meno podľa nálady? Dobré ráno, volám sa Hnev a moje krstné meno je Bezmocnosť. Nice to meet you. How do you do? Možno tak človek zistí, ktoré mená sa opakujú a ak sú niektoré také neodbytné, že mu zhoršujú náladu, môže si ich navždy zbaviť. Iné si obľúbi a bude ich používať častejšie. A koľko mien prichádza zvonka, milé maznavé prezývky, najnežnejšie spomedy všetkých darov. Možno sa časom môže stať, že človek zostane bezmenný, keď si ich prisvojí veľké množstvo a bude sa nimi žiť. Alebo si človek nájde meno, ktoré je zástupné za všetky ostatné. Ja som tatara láska. Toto ti asi nikto nebude veriť, he? Nerozumel som, ale to ti bude musieť byť jedno. Hlavná vec, že tomu veríš a si s tým v pohode. Kto si? Pýtaš sa. Und wunderst dich. Čo je to za hudbu? Zrazu, najprv celkom ticho a teraz tak nahlas. Motýle a ten strom, orchester, ihličie a šišky, starý a mladý, pískanie vrchovcov, šum z dola a kmeň. Ten vzdychá pod ťarchou svojich výhonkov, ktoré zažívajú svoju prvú výchricu. Strúha grimasy tvojim smerom, rozkáže konárom, aby sa premenili na meče, aby ťa nastrašili. Ty sa zľakneš a on sa teší. Pohyb spôsobuje hudbu. Čo sa musí stať, aby sme sa započúvali? Soll ich mein Haar färben für die Liebe? Soll ich mein purpurnes Samtkleid anziehen, Hibiskus aus Nachbarsgarten stehlen, weiße Kerzen anzünden, sichelförmige Kissen verteilen
und Brot und Salz und Rotwein bereitstellen für die Liebe und immer erwarten den unerwarteten Gast und gedeckt haben den Tisch und auch das Herz. Soll ich mein Haar färben für ein Stillleben? Chlieb niekedy chutí celkom sladko. Vidíš tú farbu? Ako si si z neho odlomil? Ako chutí prvé sústo, ako tretie a potom aká chuť ho nahradila? Zaľúbený nikdy nehľadá nasýtenie. Som síta. Nelúbim listy. Mé. Ich bin ein Kind vom Land, am Wochenende stehle ich Sonnenblumen von den Feldern und montags schenke ich sie den hungrigen Menschen in der Stadt, Männern mit hungrigen Augen und Frauen mit langen Bärten. Es ist meine Passion, das Blumen stehlen. Es ist mein kleinstes Laster und meine größte Freude. Ich weiß, dass ich es nie aufgeben werde. Ich bin süchtig danach. Som na tom závislá. Bol by to pekný názov povolania. Zlodejka kvetov alebo pekný titulok v novinách. Zlodejka kvetov konečne prichytená po dlhšom pátraní sa polícii podarilo. Ale to sa nikdy nestane. V novinách sa píše o iných veciach. Škandály s mesom a výroky politikov k vojne. Akej si? Kde si? Čo je to za hudbu? Zrazu. Motýle. Nech si napchajú tú špinu, kam chcú. Z toho sa nikto nenaje. Každý škandál prichádza zvonka. Ani jeden jediný neprichádza znútra. U tých sýtých, ktorí si všimnú to, že bravčový rezeň nie je bravčový rezeň, až keď im to povedia v televízii, zatiaľ, čo pred ňou sedia a hrcú si ten svoj bravčový rezeň v papučiach z bravčovej kože a na gauči z bravčovej kože. Mi ez a zene hirtelen? Először nagyon halkan, most pedig erőteljesebben pillangók. És a fa, ez egy zenekar, tűk és tobozok, fiatalok és öregek, fütyülés a csúcsról, zizegés alulról és a törzs, amely nyög és a csemeték súlya alatt van, akik az első viharukat élik át. Arcot mutat feléd, megparancsolja az ágaknak, hogy karddá váljanak, hogy megijesszenek. Rándulj meg! Aztán örülj. A mozgás teszi ezt a zenét. A mozgás zenél ma veled. Minek kell történnie ahhoz, hogy megnyíljanak a füleid? Minek kell történnie ahhoz, hogy ide figyelj rám? Festessen be a hajam? Szerelemből? Vegyen fel a lila bársonyruhámat, lopjak hibiszkuszt a szomszéd kertjéből, gyújtsak fehér gyertyákat, terítsek félhold alakú párnákat, tegyek ki kenyeret, sót és vörösport szépen elkészíteni szerelemből. És mindig várjam a váratlan vendéget, és legyen megterítve az asztal és a szív is. Fessen be a hajam egy csendélethez. Mi ez a zaj? Mi ez a zene hirtelen? Először halkan, most pedig egyre erőteljesebben pillangók és a fa, zenekar, a tűk, a tobozok, fiatalok, öregek, fütyülés a csúcsról, zizek és a borról, és a törzs nyög a csemeték sója alatt. A kenyér néha elég édes ízű. Látod a színt? Vajon hogy törted meg? Milyen lehetett az első falat íze? Milyen a harmadik? És utána hogy változik ez meg? A szerelmes sosem keresi a jól lakottságot. Annyira tele vagyok, hogy egy levelet sem szeretek. Miau! Vidéki gyerek vagyok,
Hétvégente napraforgót lopok a mezőkről, hétfőnként visszaadom a város éhes embereinek, éhes szemű férfiaknak és hosszú szakállú nőknek. Ez a szenvedélyem, a viráglopás. Ez a legkisebb vétkem és a legnagyobb örömöm. Tudom, hogy soha nem fogom feladni, függője vagyok. Ez lenne egy szép munkacím. Virágtolvaj. Vagy egy szép főcím. Virágtolvaj. A virágtolvajt végre elkapták. Alapos nyomozás után a rendőrségnek sikerült. Ah, de soha nem fog megtörténni. Más dolgok vannak az újságokban. Mindenféle skandalumok és botrányok és nyilatkozatok. Politikusok, háború, baj, veszély, baj, háború, baj, veszély, baj, bármilyen valahol. Mi ez a zene hirtelen? Pillangó. És a fa, zenekar, tű, dobozok, fiatalok, öregek, fütyülés a csúcsról, sziszek és a sűrös mennyek csemeték sója alatt pillangók. Tömjék magukba a trágyát, attól nem lesz kövér a káposzta. Az a szomorú, hogy minden botrány kívülről jön, belülről meg egy sem a jól lakottnál. Azok csak akkor veszik észre, hogy a disznószeletük egyáltalán nem disznószelet, karaj. Amikor a tévében elmondják nekik, miközben ők ott ülnek előtte és eszik a disznószeletüket, ami a karaj, disznóbőr papucsban, disznóbőr kanapén. Mi ez a zene hirtelen? Pillangó, tehenek, pillangó, tehenek, disznók. Ki vagy te? Kérdezett csodálkozó, miközben mesélek neked. Adj nekem egy nevet. Merülj levelem a tenger szentjére, és keresztelj meg ott. De vegyetek egy mély lélegzetet, az oxigén az élet forrása, mert a mélység mély, és a mély rohanás is az. Vegyetek példát az álomidőben lakók hírnökeiről, a delfinekről, a csillagemberek köztünk, a világgyermekei között közvetítők. Ők mutatják meg nekünk az energia ritmusát, és azt, hogyan szabadítsuk fel az érzelmeket a légzésen keresztül. Ők voltak az elsők, akik megtanulták, hogy minden megértés a mintákon és a ritmusokon alapul, és hogy a megértés új nézőpontja a hang és a nevetés. Aztán adj egy nevet. Hirtelen nem tudsz nevet mondani nekem. Nincs érzés, nincs hang, nem tudod? De igen. A kételjeink áruhában áldások. Volt már ilyen. Mi van? Most halálos lány, vagy állat, vagy haldokló lány, vagy állat? Mit is lát a szem? Piros, 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 piros. Kedvenc színem, a kék, a kék, a kék. Színem, a színem, a kék. Minden. Kék. Kaj se mora zgoditi, da ostanemo budni in kaj, da obrnemo glavo? Včeraj zvečer, ko sem šla domov, sem razmišljala, ali ne bi bilo bolje, da za nekaj časa neham krasti rože, vsaj v javnih parkih, kar bi bil velik napredek pri moji, lahko bi se reklo zdaj že bolestni odvisnosti in kar se ne spodobi, kot pravi babica, ki sem se ji izpovedala. Tako sem se kradla z razbijajočim srcem ob ograji parka, roki sta brzdali druga drugo, tesno objeti, kot bi ravno kar sklenili posel, dokler nisem prispela do vhoda, do starih obokanih vrat, ki zahtevajo tenkočutnost pri obračanju ključa in zbranost. In jih odprla s ponosom, da sem se uprla skušnjavi, nevarno blizu ošabnosti, and never lead us into temptations. In glej, na tleh leži narcisa, točno pred mojimi očmi, izgubljena ali odvržena in hopla že moja in zalivala bom in razvajala kot še nobene doslej. Kaj se lahko naučim iz tega? Ne išči in našel boš, ne kradi in podarjeno ti bo. Pusti zdrave na miru in popreri padle bolne, oh Lord, come over me. Je videl deče krožico. Čudno,
Tako naslednjega dne sem našla tri rdeče vrtnice na cesti, na križišču pred parkom, vzela sem jih s seboj. Spominjale so me na bledi in voščene obraze onih žensk, ki se rada sprehajajo v dežju, same in na njihove robitno rdeče ustnice, ki postavljajo z vsakim moškim, ki ga ljubijo temnejši in temnejši in okamenijo v nikoli trudnom nasmešku. V svojni strani njihovi oči skriva spomine, Reste von Pfeilspitzen, A plus K, H plus K, H, 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 geschnitzte Herzen, prepredena z letnicami njihovih številnih izročencev. Umrle so mlade, spremljala jih je ena in ista senca za veke. Kaj pripravi človeka do tega, da odvrže vrtnico? Ali kar tri, ali več? Spet bes in nezadostnost? Mogoče je bil ljubimec, ki je čakal pred vrati svoje oboževanke in za manj zvonil, celi dve uri. Ali pa ženska, ki jih je dobila, pa jih ni mogla sprejeti, ker so želele zavajati glede tistega, česar ni bilo in ker ni verjela glasnim besedam in preveč vrtnicam, preveč rdečim, medtem, ko se je neizgovorjeno spiralno zvijalo v njen uhel in razkrivalo neskončnost in nežnost prave ljubezenske izpovedi. Skozi ta glas, ki je kričal, da bi kot ponavadi slišal samega sebe in se potrdil. Tako je stal pred njo s 25 vrtnicami ali več in jo pripravil do jecljanja, mi hočeš ubiti? In takoj, ko je odšel, je stekla na ulico, kot plejalec vrtnic, ki ima za sabo težek večer in metala je stran eno za drugo, ljubim me, ne ljubim me, ljubim me in srca boleče, od konca naprej in obrne naokoli in sploh ne. Stále tie odchody a príchody. Vraví mi do telefónu jedna kamarátka. A všetky tie rozlúčky, z ktorých som opitá. V poslednom čase dokonca príchody, predstav si. Včera som bola na letisku, aby som tam vyzdvihla známeho a už predtým som vypila dva poháre sektu zo vzrušenia a čistého šialenstva. Letiská majú v sebe niečo podobné ako cintoríny však. Ľudia, ktorých vypluje stroj, majú v sebe niečo mimozemské. Sú ako živí mŕtví, ktorých čakáme a my na nich čakáme a vítame ich aj z druhého sveta. To si želám, hovorí mi, že smrť bude ako prílet na letisko. Ešte sedíš v lietadle a vieš, že niekto tam čaká a privíta ťa. Dann ist es nämlich gebrochen und dann ist es nicht mehr nur Kitsch. Da, ich bin ganz bei dir. Und zum Abflug sollte dich auch jemand begleiten und dir winken. Denn es gibt doch nichts Traurigeres, als allein einzuchecken und allein in der Ankunftshalle zu stehen. Prvo žiravim v svojem stanovanju, sicer ga ne združim več. Po noči se prikradam iz stanovanja in grem krast. Kaputo si poveznem globoko čez glavo in se smukam zjutraj po svoje četrti. Vzamem vse, kar najdem. Odpovedala sem naročnino na časopis. Novice berem iz razpok na zidovih in esenc na stenah hišno sproti. Zelenje mi ni dovolj. Pisanega rabim, posebej rumenega. Parki so po noči na žalost zaprti. Veliko pisanega se ne najde med cesto in pločnikom. Tako moram sem in tja sesti v žep. Kolikor toliko uro na težen šopak stane okoli 100 šilingov. In vsi trije ovenijo. Preden ovenijo, jih obesim v svoji spalnici. Iz škatel za banano naredim okvir. Zabijem par žebljev in sušim. Da rožem ohranim barvo in jih naredim svetleče, jih pošpricam z lakom za lasi. V svojo spalnico ne spustim nikogar. Moja kopalnica je polna las, ki mi spadajo v šopih. Mogoče bi si lahko iz njih naredila predpražnik. Ich wünsche mir Regen, weil er Gerüche verstärkt und den Draht der Gefühle
verrosten lässt. Außerdem könnte ich dann wie eine nasse, verlorene Hündin um die Beine der an der Straßenbahnhaltestelle stehenden Menschen streifen.